am Stand der Deutschen Flugsicherung. An meiner Seite ist Sascha Tobler. Sascha Tobler hat eine Software entwickelt, um die Funkkenntnisse des Piloten zu verbessern. Herr Tobler, vielleicht können Sie uns Ihr Programm mal kurz vorstellen? Ja, gern. Also es ist so, dass man mit dem Programm eben den Sprechfunk auffrischen kann. Mhm. Und wenn man sich eben für die Sprechfunkprüfung vorbereitet, kann man damit wunderbar trainieren, zu Hause, abends, am PC. Oder eben, wenn man länger nicht mehr kontrollierte Plätze angeflogen ist, kann man damit eben die Funksprechgruppen einfach erneuern sozusagen. Die ändern sich ja auch ab und zu mal. Und wir haben eben verschiedene Flughäfen drin, alles kontrollierte Flugplätze, wo auch die großen Airlines anfliegen, die eben einfach mittel oder schwierig sind. Wir können Anflüge, Abflüge oder auch Durchflüge durch Kontrollzonen üben. Und ich demonstriere das gerade mal schnell. Ein Abflug von Nürnberg beispielsweise. Ich drücke hier auf Start. Sehe dann hier meine Rollwegekarte, habe hier ein Funkgerät und einen Transponder drin und sehe hier auch meine Frequenzen und kann dann im Grunde genommen mir hier auch immer eine Hilfe rausholen, wo drin steht, was ich sagen muss, und sage jetzt einfach mal Nürnberg Ground, November 5, 336 Zulu. November 5336 Zulu, Nürnberg Ground. Das war jetzt der Einleitungsanruf. Ja. Hier kommt jetzt, was ich sagen soll als nächstes, das werde ich jetzt auch mal so ablesen. November 5336 Zulu, Cirrus Sierra Romeo to Zero, General Aviation Terminal, VFR to Friedrichshafen, Information Juliet, Request Taxi. November 6 Zulu, Information Juliet is correct. Taxi to holding point, runway 28 via November 1 in Alpha, wind 265 degrees 8 knots QNH 1011. Wir sehen jetzt auch hier gleich unser Flugzeugsymbol, das wurde jetzt eingeblendet. Ich lese jetzt die Taxianweisung zurück, also ich habe jetzt eine Anweisung gekriegt, wo ich hinrollen soll. Die Piste ist die 28, also diese hier, und ich soll zum Rollhalt Alpha rollen, das ist genau hier. Und das lese ich zurück und dann sollte auch unser Flugzeug da hinrollen. November 6 Zulu, Taxi to Holding Point, Runway 28, war ja November 1 and Alpha, QNH 1011. November 6 Zulu, negative, Taxi to Holding Point, Runway 28. November 6 Zulu, Taxi to Holding Point, Runway 28. So, und jetzt geht's los. November 6 Zulu, report when ready for departure. November 6 Zulu, Wilco. Genau, und so geht das dann weiter. Genau, bis man dann eben rausgeflogen ist und den Platz sozusagen verlassen hat. Da wird man dann mehr oder weniger zu einer anderen Frequenz verabschiedet und damit ist dann die Simulation auch beendet. Ja, genau. Das war sehr interessant. Ich danke Ihnen sehr schön. Ja, sehr gerne. Okay.